Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Familienaufstellung, Familienenergie. So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Arisina, ich grüße dich. Ich habe auf deine Frage diese Legesystem ausgewählt, weil es handelt sich um deine Familie und es handelt sich um mehrere Personen. Ich starte jetzt. Die Hauptthema ist hier in die Mitte. Die Zahl 6 steht mit Vergangenheit in Verbindung. Es sind Erinnerungen. Entweder Kindheitserinnerungen oder karmischen Erinnerungen. Dieses Schiff symbolisiert eine Reise oder Ausland, Auslandskontakten, aber kann auch eine innere Reise auch sein, eine Seelenfahrt, eine Seelenreise. Und damit habt ihr dann hier karmischen Themen. Dein Ex-Mann beschreibt hier dieses Bild. Er schaut in eine Richtung und er beleuchtet das auch. Er hat klare Ziele oder eine Neuorientierung oder er möchte etwas Konkretes auch sehen und so seine Entscheidungen treffen. Was aber nicht ahnt, dass diese Frau, was diese Schlange symbolisiert, steht immer hinter ihm und beobachtet ihn. Er sieht das nicht. Diese Frau mischt sich ein. Und genau das zeigt hier dieser Herrscher. Sie herrscht über ihn. Sie bestimmt ihm etwas. Außerdem, sie beobachtet ihn. Und jetzt zu deiner Mama. Und es zeigt hier diese Engel. Sie ist unschuldig. Sie steht auch im göttlichen Schutz. Oder ich könnte sagen, deine Mama ist wie ein Engel. Sie möchte, dass die Familienbesitz zusammenbleibt. Und sie möchte alles freundschaftlich regeln. Sie möchte niemand verletzen. Und da ist sie auch treu. Treu zu der Familie. Und nach außen zeigt auch dieser Frieden. Oder sie braucht diesen Frieden. Und jetzt zu deinem Bruder. Dieser Bild zeigt, er meint, er hat jetzt einen ganz großen Fang gemacht. Und jemand unterstützt ihn dabei. Das ist eine Frau. Das kann die Partnerin sein oder jemand, wo ihm Ratschläge gibt. Und hier ist ein Dokument sichtbar. Und bei diesem Dokument stimmt etwas nicht. Diese Karte, der Teufel, ist ein Hinweis dafür. Das muss jetzt nicht wortwörtlich nehmen, sondern diese Karte hat eine symbolische Bedeutung und heißt Lügen oder Intrigen. Es ist gut möglich, dass deine Mama das unterschrieben hat, aber sie wollte das alles ruhig, friedlich regeln. Und wie gehst du damit um? Was dein Ex-Mann betrifft, da kränkt etwas. Ist auch nicht alles koscher, aber ihr werdet euch noch begegnen. Das soll Zufall sein, also es ist besser, wenn diese Dame im Hintergrund davon nichts erfährt. Wie sollst du mit deiner Mama umgehen, offen zu sein?
entgegenkommen, überreichen diesem goldenen Kelch. Und das bedeutet die Gefühle, liebevoll und gefühlsvoll. Mond symbolisiert auch Mütterlichkeit. Und das entspricht auch deinem Wunsch, deine Sehnsüchte, weil das ist eine sehr liebevolle Verbindung. Wie gehst du mit deinem Bruder um? Mach deinen eigenen Weg. Oder bei dieser Situation konkret würde ich eher sagen, beobachte, welche Schritte er macht. Folge. Was passierte dann? Also nicht nur die Gegenwart, sondern zurück. Was passierte vor ein paar Wochen oder Monaten? Betrachte seine Schritte, verfolge das. Und das bedeutet nicht, dass du deinen Bruder verfolgen sollst, sondern dass du das untersuchst. Was passierte nicht nur in Gegenwart, sondern in Vergangenheit? Das überprüfen. Dazu brauchst du den Rückzug und schweige. Er darf das nicht wissen. Hast du Unterstützung? Wer hilft dir? Das ist das Gericht und dein Anwalt steht hinter dir und hilft dir auch. Diese Situation kann ich umwandeln auf Zahlen, diese Energiefeld. Das ist die Zahl 1. Die Zahl 3 und die Zahl 8. 1 bedeutet Schritte machen, selbst Entscheidungen treffen und dann beobachten, welche Einflüsse kommen von außen. Und diese Zahl 8 bedeutet die Achtelbahn der Gefühle mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Und es soll aufhören, weil daran liegt die Lösung. Und das können wir verändern, wenn ich diese Zahl umkippe, dann erscheint hier die Unendlichkeitssymbol. Etwas kehrt zurück von Vergangenheit oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Das kann ein Hinweis sein auf diesen karmischen Themen. Wichtig ist das Vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens, das Rhythmus des Lebens. Einatmen und ausatmen und so beruhigt sich das alles und nimmt alles im Fluss. Ich stelle jetzt konkret die Fragen. Du sollst vorsichtig sein. Worauf solltest du achten? Ist das dein Ex-Mann oder dein Bruder? Deine Mama schließen wir aus. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, du sollst vorsichtig sein mit deinem Ex-Mann. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, du sollst von deinem Bruder vorsichtig sein. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet beides. Das habe ich vermutet. Sei vorsichtig mit beiden. Liebe Arisina, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe.